Zurück bei Standort Berlin, heute mit Professor Dr. Gudrun Kamasch. Sie ist Vorsitzende des UNESCO-Komitees, des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit. So ist es korrekt. Und wir sprechen über eine Initiative des Komitees, nämlich anlässlich des 150. Geburtstags von Käthe Kollwitz. Ein Schülerwettbewerb und über 300 Einsendungen, 5 Preise hat es gegeben. Wer hat gewonnen? Ja, das war eine ganz überraschende Arbeit aus der Sophie-Scholl-Oberschule. Eine junge Dame mit wahrscheinlich Migrationshintergrund vom Namen, ich kenne sie noch nicht, mit einer Zeichnung, in der sie aufruft, tu was gegen die ganzen Vorurteile, die dann aufgehetzt eben auch zu Kriegssituationen führen können. Und das war auch unser Anliegen. Frieden beginnt im Alltag, zwischen den Schülern, im Alltag der Schule. Und das kommt in Ihrem Bild wunderbar zum Ausdruck. Wir haben den Namen deswegen noch nicht genannt, weil sie das noch gar nicht weiß. Und deswegen können wir das noch nicht sagen. Das wird erst nächste Woche bekannt gegeben. Weil aber heute 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz ist, haben wir gesagt, an dem Geburtstag werden wir darüber reden. Also deswegen halten wir uns mit den Namen noch etwas zurück oder Sie halten sich zurück, sonst wird da schon gejubelt und die kennen das noch gar nicht. Also das war eine Überraschung, dass das so ausgedrückt wurde von jemand mit Immigrationshintergrund. Und die 4 anderen Preisträger? Ja, das Interessante ist, das sind auch Arbeiten teilweise aus konfessionell gebundenen Schulen, aber auch aus anderen Schulen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir viele Einsendungen auch aus Ostberlin hatten. Also wir haben damit auch ganz Berlin erreicht und diese unsägliche kulturelle Teilung in Ost oder West ist in diesem Wettbewerb nicht durchgekommen. Das ist ganz super. Noch ein Wort zum Käthe-Kollwitz-Museum in der Fasanenstraße. 24, noch ist es da, es soll ja umziehen und der Kultursenator hat anlässlich der Eröffnung der Ausstellung, die ich Ihnen nur empfehlen kann, dorthin zu gehen. Das ist eine tolle Ausstellung und das ganze Leben von Käthe Kollwitz hat gesagt, er kümmert sich darum, dass das Museum in Berlin bleibt. Das ist ein Wort. Aber wahrscheinlich bleibt es nicht mehr am Fasanenplatz, in der Fasanenstraße, ne? Ja, das hat ja eine große Geschichte, weil Pelz-Leusten, ein bekannter Berliner Kunstsammler und Kunsthändler, eine Sammlung aufgebaut hat zu Käthe Kollwitz und sein Vermächtnis war, dieses in Berlin zu halten. Sie sind ja Vorsitzende des UNESCO-Komitees, beschäftigt sich ja nicht nur mit Preisen für Schüler, sondern Sie machen auch richtige Kultur- und Friedensarbeit. Mhm. Diese Broschüre haben Sie auch gerade rausgebracht, Kultur des Friedens. Ja, kann man die bei Ihnen kostenlos beziehen oder kostet die eine kleine Gebühr? Ja, also grundsätzlich kann man sie bekommen bei uns. Wir freuen uns natürlich über einen Beitrag, Unkostenbeitrag. Wir sind mit dem Druck erstmal in also haben den Druck erstmal privat finanziert. Das ist im Grunde eine umfassende Dokumentation aller Dokumente aus UN und UNESCO, die Frieden zum Thema haben, also Friedensresolutionen. Und die UNESCO hat ja auch in ihrer eigenen Verfassung, in der Präambel, da Kriege im Geiste der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geiste der Menschen verankert werden. Und dazu und dem ist diese Broschüre gewidmet. Das Wissen darum, was sich die Welt schon erarbeitet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, zu dokumentieren. Und damit haben Sie sich natürlich intensiv beschäftigt. Ich sehe hier ein Projekt, die Stolpersteine als Projekt der Holzentor-Gemeinschaftsschule. Das geht hier über ganz Deutschland, nicht? Das ist nicht nur Berlin zusammengefügt, aber es ist interessant zu wissen. Kann man eigentlich Mitglied in Ihrem Komitee werden? Im Prinzip ja. Allerdings ist die Anzahl der Mitglieder begrenzt nach der Satzung, die eben 1951 bereits verabschiedet wurde. Das Berliner Komitee hat nämlich eine ganz eigene Geschichte, die mit der Teilung Deutschlands zusammenhängt. Nach Gründung der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik war ja West-Berlin erstmal eine Insel und wusste nicht, wie es weitergeht. Und hier haben Anne-Dore Leber, die Witwe des Widerstandskämpfers, und Professor Stark von der TU, ein Mathematiker, die haben sehr früh, fast vor der Bundesrepublik, begonnen, das Berliner Komitee zu konstituieren.
und haben zum Beispiel auch einen interkulturellen Kindergarten gegründet, damals bereits, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und in West-Berlin die Kinder der verschiedenen Kulturen, die hier lebten, zusammenzubringen im Sinne einer Völkerverständigung. Wenn Sie nun nicht Käthe-Kollwitz-Wettbewerbe machen und wenn Sie nicht Kultur des Friedens-Broschüren machen, worüber diskutieren Sie denn im Komitee bei Ihren monatlichen oder wöchentlichen regelmäßigen Treffen? Ja, wir haben eigentlich ein reges Leben entwickelt im Laufe der Jahre. Einmal arbeiten wir intensiv mit den UNESCO-Projektschulen zusammen. Das sind ja Schulen, die bestimmte Kriterien erstmal sich erarbeiten müssen und dann diesen Titel auch verliehen bekommen. Wie viel gibt es davon in Berlin? Acht Schulen. Und das soll aber auch insgesamt in Deutschland wachsen. Und die UNESCO-Projektschulen machen zum Beispiel im Herbst auch eine Tagung, wo sie zum Frieden, wo sie aufgrund unserer Dokumentation auch sich inhaltlich auseinandersetzen können. Was ist denn der Unterschied zwischen einer UNESCO-Projektschule und einer normalen deutschen Schule? Warum soll ich mein Kind auf eine UNESCO-Schule schicken? Ja, das ist eine gute Frage. UNESCO ist ja praktisch die Organisation der UN, die sich mit Bildung, mit Kultur, mit Wissenschaft befasst, aber das immer unter Einbezug der Ziele. Und die Ziele sind eine humanistische Menschenbildung. Und von daher werden in diesen Schulen Projekte gemacht, besondere Tage, in denen die Schüler hingeführt werden, sich mit den Themen der Welt zu befassen. Also ich würde sagen, das machen bestimmt viele andere Schulen auch, aber hier sind doch bestimmte Kriterien auch zu erfüllen, diesen Titel zu halten. Also Erziehung zum Frieden, besser nicht auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, das vielleicht auch, aber in der Schule das schon mal lernen. In der Schule lernen, ja. Eine Kultur des Friedens in der Schule aufbauen. Und Sie sagten ja gerade, da sind Projekte aus Berlin. Das Ganze ist mal angestoßen worden eigentlich von Herrn Löffler im Auswärtigen Amt. Da hatten wir einen Besuch und er hat uns so angestoßen, was zur Friedenspädagogik zu sagen. Und da haben verschiedene Lehrer aus den UNESCO-Projektschulen eben auch Projekte vorgestellt, was die Schüler machen. Und dann haben Kollegen aus dem Berliner Komitee gesagt, das wollen wir jetzt dokumentieren. Und hier sind jetzt aber auch die weltweit geltenden Resolutionen, Satzungen und so weiter aus dem ganzen UN-System enthalten. Also wenn Sie Ihren Kindern Friedenspolitik beibringen wollen oder überhaupt, dass es besser wäre, in Frieden zu leben, als sich auf Krieg vorzubereiten, dann schicken Sie sie vielleicht auf die UNESCO-Schule. Da lernen Sie das schon von klein auf. Ab wie vielen Jahren gilt denn das? Ist das auch eine Grundschule oder ist das ein Gymnasium? Also es sind vor allem Gymnasien und also Oberschulen. Aber es gibt, also in Berlin bin ich jetzt gar nicht im Bilde, aber in Potsdam gibt es auch eine Grundschule. Ja, also dran denken, schon mal gucken. Ich wusste das nicht, dass es solche Schulen gibt, aber vielleicht schicken Sie Ihre Kinder dorthin. UNESCO-Komitee für Friedensarbeit, das ist eine gute Sache. Arbeiten Sie jetzt an einer neuen Broschüre mit einem ähnlichen Titel? Also wir befassen uns natürlich Frieden auch... Frieden ist ein ewiges Thema. Frieden ist ein ewiges Thema, auch mit dem Frieden mit der Natur. Wir haben einen sehr guten Kontakt zum UNESCO-Club in Joachimsthal und da ist das Gebiet Schorfheide-Korin mit integriert. Und da haben wir vor einigen Jahren einen Berlin-Brandenburgischen Salon gegründet. Und da machen leider gestern Abend stattfand, nicht? Gestern Nachmittag. Naja, wir haben zum Beispiel durch die Oberförsterei Korin mal ein ganzes Seminar gehabt über Wald, nachhaltige Waldwirtschaft. Also der Begriff Nachhaltigkeit ist ja von Karl von Karlowitz, einem sächsischen Bergrat, mal geschaffen worden nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Frage, wie kann man also den Wald wieder aufforsten und nachhaltig nutzen? So ist der Begriff entstanden und dem widmen wir uns auch. Wir hatten jetzt einen großen Salon am 10. Juni in der internationalen Gartenausstellung, haben uns auch mit den Gartenarbeitsschulen in Berlin befasst
Und dann aber auch die Idee des Gartens, wie bringt man die Natur dem Städter überhaupt zu Bewusstsein? Es gibt Kinder, die gar keine Beziehung mehr zur Natur haben. Und da spielen also die Gartenarbeitsschulen zum Beispiel eine große Rolle. Wir wollen uns des Themas auch verstärkt annehmen. Ja, und dann machen wir eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen. Wir besuchen Weltkulturerbestätten. Wir haben einen Kollegen, der großartige Reisen organisiert hat in die ganze Welt. Und eine Gruppe war jetzt gerade im Iran und hat dort die dortigen Gärten besucht, die eben auch Weltkulturerbe sind. Aber gehen Sie erstmal zu IGA, da sehen Sie auch schöne Gärten, also bevor Sie in den Iran fahren und sich dort die Gärten anschauen. Aber es ist eine tolle Arbeit, die Sie machen für die UNESCO. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Wir haben was gelernt über Käthe Kollwitz. Und herzlichen Glückwunsch den 5 Preisträgern. Die werden das nächste Woche dann alles erfahren. Und deswegen waren wir jetzt mit den Namen etwas geheimnisvoll noch. Vielen Dank, Frau Professor Kamasch, dass Sie da waren und wünsche Ihnen viel, viel, viel Erfolg weiterhin in der Arbeit. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wie immer nächste Woche Samstag wieder, 18:15 Uhr. Und wenn Sie diese Sendung oder eine andere nochmal sehen wollen, dann gehen Sie auf YouTube, TV Berlin und dort Playlist Standort Berlin. Herzlichen Dank, bis nächste Woche und tschüss.